Kinder haben das Recht auf Schutz, auf Förderung und Beteiligung. Das klingt total abstrakt, was heißt das konkret? Konkret heißt das, Kinder sind allen Dingen zu beteiligen, die sie auch selbst betreffen. Und genau das klappt in Deutschland viel zu wenig. Das kann man an einem Beispiel machen. Kinder haben das Recht auf Spiel, Kinder haben das Recht auf Freizeit. Aber trotzdem dauert Schule immer länger heute. Trotzdem haben Kinder immer weniger Zeit und ihre Freiräume sind eingeengt. Und ich finde, wir müssen mit Kinderrecht im Grundgesetz durchsetzen, dass Kinder eben auch wieder mehr Zeit zur eigenen Entwicklung haben, mehr Zeit am Nachmittag für sich haben, für Spiel, für Sport oder einfach nur sich mit ihren Freunden zu treffen. Auch das ist ein Kinderrecht und ich finde, das ist eines der wichtigsten für die eigene Entwicklung. Cool. Wie war das heute für dich, das Spektakulum live zu sehen? Also ich wusste nicht ganz genau, was mich erwartet und ich war vor 2 Jahren zu dem Projekt schon mal hier, wo es ja auch so ungefähr um Kinderrechte ging. Das heute war nochmal eine krass andere Qualität. Also diese Aufstandsszene zu Beginn, das war richtig Gänsehaut-Feeling. Wisst ihr, wir hatten vor einer Woche eine Debatte im Bundestag zur Fernzeit bei Phoenix gelaufen zu Kinderrechten im Grundgesetz. Und wenn man dieses empathielose Gesülze da von Rechtspolitikern der CDU, aber auch der SPD hört, und sozusagen jetzt hier selber Kids sieht, die sagen, und sehr selbstbewusst und nicht gespielt, sondern das ist so, wie aus dem Innersten kommt. Wir haben eigene Rechte und für die wollen wir auch selber kämpfen. Und das sieht man zu diesen abstrakten Debatten, wo über Kinder geredet wird wie über Sachen. Dann ist das hier heute richtig wohltuend gewesen im Vergleich zu den Debatten, die wir da im Bundestag und Kinderrechte nach wie vor haben. Leider. Gibt es ein Stück oder einen Moment, der dir besonders gut gefallen hat? Nein, ich fand die Stücke, also die fand ich alle klasse. Da fand aber auch nichts bei, wo ich sage, das war irgendwie weniger gut oder das hat besonders meine Aufmerksamkeit gefordert. Aber was ich schon auffällig fand, ist, dass es, fand ich, 2 große Schwerpunkte gab. Ein großer Schwerpunkt war die Rolle von Familien. Also Kinder lieben ihre Eltern. Das spielt bei uns in den Debatten eine große Rolle, weil wir wissen, dass die Zahl von Kindern, die aus ihren Familien genommen werden müssen, steigt. Und die Frage ist, wie kann man das verändern? Wie kann man Familien besser helfen bei der Erziehung, dass Kinder zum Beispiel in der Krisensituation nicht rausgenommen werden müssen, sondern es gar nicht erst zur Krise kommt? Und die Kids haben heute deutlich gemacht, sie haben das Recht, mit ihren Eltern zusammenzuleben, sie wollen das auch. Und da muss man eine Hilfe geben, dass das möglich ist in Fällen, wo es vielleicht schwieriger wird. Und das Zweite, was ich vorhin schon gesagt hatte, die Kids wissen, sie haben das Recht auf Spiel, sie haben das Recht auf Freizeit und sie fordern das auch ein. Sie wollen über ihre Zeit auch selber entscheiden können. Sie wollen keinen durchgeplanten Tag, der 6.30 Uhr beginnt und irgendwie beim ins Bett gehen endet und dazwischen gar nichts mehr entscheiden können. Ja? Und wir reden doch hier nicht über Einjährige, sondern wie alt seid ihr? 8, 10, 12? Das sind doch irgendwie Kids, die ihr Leben noch anfangen, die in die eigenen Hände zu nehmen. Die auch für sich Geheimnis haben wollen, die auch eigene Zeit brauchen für sich. Die auch nicht wollen, dass jeder reinredet, jeder reinquart und alle immer wissen, wo sie gerade sind und was sie genau gerade machen. Ja? Die auch selber anfangen zu wissen, was für sie gut ist und das muss man ernst nehmen. Und ich finde, das haben sie jetzt zum Ausdruck gebracht. Sie wollen ernst genommen werden und sie wissen selbst schon ziemlich gut, was wichtig und was gut für sie ist und brauchen nicht immer nur andere, die ihnen das vorkauen und vorgeben. Ich habe noch eine Frage. Wir machen jetzt Geburtstagsspenden. Gut, gib mir eine Sekunde. Weg von der Politik hin zum Grips-Theater und der Kultur. Was ist der Geist des Grips-Theaters für dich in 3 Schlagworten? Also der Geist heute war Beteiligung, Selbstermächtigung und Freude. Ich glaube, das traf den Tag heute ganz gut.